Hallo und herzlich willkommen bei Tipps und Tricks in Games of War. Heute geht es um das Wochenevent Jagd nach dem Leohorn, was aktuell stattfindet. In diesem Video zeige ich euch mein Team, mit dem ich das Event spiele, und ich erkläre anhand meines letzten Kampfes, den ich noch übrig habe, wie das Team genau funktioniert. Als Tipp am Anfang, schaut bei euren Gilden in die Belohnungen nach, denn da bekommt ihr diese Woche die Arkanen Token und auch wisst, aus zwei Arkanen Token bekommt ihr ein arkanes Abzeichen, beziehungsweise aus drei arkanen Abzeichen bekommt ihr einen arkanen Orden. Und diese Abzeichen und Orden erleichtern euch die Kämpfe in diesem Event sehr. Ihr seht, ein Siegel ist noch übrig und das werde ich gegen die Werkkatze Level 130 spielen. Und hier ist schon mein Team. Als Held, beziehungsweise sogar Mana-Produzenten, habe ich die Faust des Himmels. Sie lässt bei mir 49 gelbe Edelsteine explodieren. Das gewährt einen himmlischen Verbündeten, können wir ignorieren, da wir keine himmlischen im Team haben. Er ist hauptsächlich nur deswegen drin, um die Edelsteine explodieren zu lassen, sodass wir schnell die anderen Einheiten aufladen können. An Position 2 habe ich meinen Hauptschadensmacher, und zwar Ubaste. Ubaste fügt den zwei schwächsten Feinden 43 Schaden zu, verstärkt durch die Attacke aller Verbündeten und Feinde. Und wenn ein Feind stirbt, dann tötet er noch einen zweiten Feind instant mit, egal was der an Rüstung und an Leben hat. An dritter Position habe ich meinen Nebenschadensmacher, und zwar Intratiat. Er fügt vier zufälligen Feinden 25 bis 50 Schaden zu, verstärkt durch rote und lilane Edelsteine. Und an der letzten Position habe ich den Supporter für Ubaste, und zwar die zweite Klaue Anu. Er zerstört einen 3x3 Block Edelsteine und gibt allen Verbündeten über ihm 42 Attacke. Und da er an letzter Position ist, gibt es natürlich keinen, der unter ihm ist. Das heißt, es bekommt keiner Magie. Und ihr wisst, Ubaste macht seinen Schaden verstärkt durch die Attacke aller Verbündeten. Das heißt, die drei Einheiten bekommen jeweils nochmal knapp 120 Attacke mehr. Als Klasse habe ich den Sonnenspeer drinne. Den Sonnenspeer hauptsächlich wegen der dritten Eigenschaft Hitzewelle. Und wenn ihr ihn auf Stufe 100 habt, ist natürlich auch die letzte Fähigkeit Feuerklinge gut, verursacht dreifachen Schädelschaden bei brennenden Feinden. Weil ab und zu kann es passieren, dass die Feinde halt brennen. Als Banner habe ich das Banner aus der Bastelstadt, weil wir vor allem Rot brauchen, aber auch Gelb. Auch wenn da minus Grün da steht, ist nicht so schlimm, unser Held wird auch so relativ schnell voll. Das ist mein Team. Und wie das Team genau funktioniert, erkläre ich jetzt anhand gegen die Werkkatze Level 130. Als erstes versuchen wir immer oben unseren Helden voll zu bekommen. Ist das nicht möglich, versuchen wir schon an Ubaste zu arbeiten. Natürlich so einen Schädelschaden nehmen wir gerne mit. Jetzt ist Ubaste voll und wir sehen, Ubaste macht 120 Schaden plus 47 Schaden, also Verstärkungsrate ist 6 durch 1 ist 120 plus 47. Und unser erster Gegner oben hat leider noch zu viel Leben. Deswegen müssen wir erstmal noch den zweiten Schadensmacher unten aufladen, wenn wir schon den Helden oben nicht voll bekommen, und zünden ihn einmal. So. Müsste man wieder rechnen, aber da habe ich jetzt keinen Nerv dazu. Deswegen einmal kurz oben einen Held zünden. Und jetzt ist quasi der zweite so weit runter, dass wir Ubaste locker zünden können. Wieder den ersten aufladen. Jetzt zünden wir unten den letzten, damit alle erst immer mehr Angriff kriegen. So, jetzt ist Ubaste wieder voll, macht aber immer noch zu wenig. Na gut, okay, der hat gebrannt jetzt unten, stimmt. Wir haben ja Sonnenspeer. Und mit Sonnenspeer löst sich das dann auch schnell auf. Ja, das ist mein Team, mit dem ich das Event spiele. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Erfolg wie ich mit dem Team. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Oder allgemein, wenn ihr Videos zu Games of War sehen wollt, könnt ihr auch diesen Kanal abonnieren, da es hier regelmäßig Videos zu Games of War gibt.
Ich danke euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, euch demnächst hier auf diesem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.